Und da sind wir auch schon wieder bei Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. Wir haben hier Missionen zu tun, würde ich sagen. Womit fangen wir an? Oder mit wem fangen wir an? Ich würde, glaube ich, ganz gerne mit diesen Scorchern anfangen, weil dessen Minenwerfern können wir, glaube ich, ganz gut benutzen. Und... Nein! Und trifft er? Natürlich nicht. Macht ja nix. Mist. Genau aus dem Grunde. Genau das wollte ich nämlich, dass er die Minenwerfer nicht fallen lässt. Oh, da kommen die hier rum. Das finde ich irgendwie ungeil. Au, 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 au. Oh, das hat weh. Ach du Scheiße. Hallo, moin, hallo, guten Tag. Moin, ja, ist alles klar, alles gut. Ja, ja, ist ja gut. Hey, die Waffe da. Danke. Nein! Nein! Aua! Ich seh nix. Was? War's das schon wieder, oder wie? So, der ist fast hin. Schon ordentlich zugesetzt. Ja, hast du so gedacht. Okay. Das scheint es gewesen zu sein. Das ging ja doch einigermaßen gut von der Hand. Und das macht mir gleichermaßen auch Sorge. Denn auch gerade so die Tatsache, dass wir von den beiden eigentlich ganz gut beschützt und unterstützt werden, zeigt natürlich, dass da sicherlich noch mehr und schwerere Gegner kommen müssen. Sonst wäre das Finale ein bisschen zu einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will mich aber auch nicht beschweren. So, warte mal, ich will mal die Waffen... Diese fetten Waffen, die nehmen wir mal mit. Da sind mir noch 14 Minen drin. Also wenn gleich da diese Zähne kommen, da, diese komischen Frostzähne, dann können wir die vielleicht mal nutzen. Zumindest um ein, zwei auszuschalten. Das wäre ja zumindest schon mal gar nicht so verkehrt. So. Wo sollen wir hin? Was liegt da? Okay. 75 Metern. Weil wir sie alle auch eigentlich relativ zügig weggefräst haben. Ich weiß gar nicht. Komisch. Will mich nicht beschweren, aber ich denke, das war noch nicht alles. Es kann noch nicht alles gewesen sein. Ich muss Orea und Aratak rüberbringen. Ja, ja. Muss ich mal gucken, wo wir überhaupt längst müssen. Müssen wir ja hier hoch, aber hier kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Also auf jeden Fall da irgendwas. Irgendwas ist da. Also hier kommen wir ja nicht mal eben hoch, ne? Oder rüber. Noch hier kommen wir rüber.
Seite schon mal. Und hier müssen wir jetzt rüber kraxeln. Ich einmal kurz gucken. Also auf die Seite, okay, verstehe. So, dann lass uns mal rüberfahren. Kommen die beiden jetzt nach, oder? Ja, eigentlich müssen wir die ja rüberziehen. Aber die kommen noch... So. Muss ich doch gleich eine Brücke schlagen oder sowas. Da müssen wir auf jeden Fall gleich rein. Dreimal darfst du raten, wenn wir das Tor öffnen, dann wird doch garantiert wieder so ein Alarm ausgelöst. Eins von beiden kommt doch garantiert hier wieder. Ach doch, nicht so. Ich gucke die ganze Zeit hier nach diesem Ding. Das ist direkt vor meiner Nase. So. Ja, es geht auch. Bitteschön. Ich will überlegen, ob ich die Waffen mal eben rüberhole. Das ist machen wir mal eiskalt. Ich werde mir jetzt mal Gaudi Waffen holen. Zumindest ein Teil. Die lege ich mir da drüben hin. Falls da gleich noch irgendwas Dickes rauskommt, dann haben wir wenigstens mal ein bisschen was zum Ballern. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das wird wahrscheinlich wieder nur eine Finte sein. Ich werde es aber mal riskieren. Aber dafür ist auch das Areal einfach zu klein, dass da jetzt noch großen Kampf stattfinden soll. Aber ich mache es trotzdem. Tut ja nicht weh. Das verbessert meine Chancen. Noch kein Alarm? Gut, dann gehen wir einfach weiter, würde ich sagen. Schade. So, weiter, Jungs und Mädels. Oh, noch ein Log. Und wieder Textlog. So, ein Textlog. MI-Gutachten. Gutachtenformular zur Klassifizierung von maschineller künstlicher Intelligenz. Streng vertraulich und Eigentum der MII. Kein Teil dieses Dokuments darf an Dritte weitergegeben werden. Betreff Cyan Firebreak Anlage. Gutachtendatum 7. Juni 2062. Zusammenfassung. Dritter Test. Empfindungsvermögen des Testobjekts beträgt 0,54 innerhalb legaler Parameter. Vor den Ergebnissen der anderen Tests betrachtet ist die frühere Punktzahl von 0,61 als Ausreißer anzusehen. Das Gutachten wurde aus den Perzentilpunktzahlen der folgenden qualitativen Subtests abgeleitet. Reaktion auf Schmerz, Reaktion auf Humor, emotionale Anlagen, ästhetische Bewertung, moralische Bewertung. Die angeführten Formulare enthalten eine detaillierte Analyse und Zusammenfassung der Testkriterien. Empfehlung des Gutachters, halbjährlichen Begutachtungstermin beibehalten. Angesichts der Annäherung des Testobjekts an die maximale Empfindsamkeit der Kategorie wird eine fortlaufende Überwachung dringend angeraten. Hat ja super funktioniert. Weiter geht's. Ich glaube, wir nähern uns langsam den Kern. Hoffe ich zumindest. Im Ursprung vielleicht. Sieht ja auch schon recht fett aus hier. Also da links müssen wir, ne? Oder? Neblig hier. Boah, das ist so fett hier, echt. So krass. So, Nuke, sollen wir da jetzt runterspringen oder dürfen wir da runter? Achso, nee, können wir runterhangeln. Das geht. Ups. Ist er da lang oder wo müssen wir? Wir müssen tatsächlich da lang. Ist hier noch was? Das sieht schön aus hier. Auch wenn man dann vielleicht nicht unbedingt baden gehen sollte, aber naja. Wollen wir denn hier längs? Sollen wir hier tatsächlich längs? Ich gehe schon mal. Sind auf jeden Fall richtig.
Das Tor ist noch verschlossen. Achso, hier können wir es wieder aufschalten. Und das ist Datenpunkt 2 von 3. Also müsste das jetzt so langsam... Schauen wir mal. So langsam das Zielgebiet sein. An alle anwesenden Menschen. Die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachricht gehört. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Wir müssen anscheinend irgendwas überbrücken. Einen Weg, den Dämon zu besiegen. Genau. Also war Firebreak noch vor der Hauptgeschichte eigentlich. Einschmelzen abgeladen. Effizient. Wir müssen über diesen Abgrund. Ja, sieht aus, als müsste ich wohl rüber. Wieder. Hä? Wieder. Hier haben wir auf jeden Fall einen Hinweiskopf. Hier müssen wir anscheinend runter. Was ist da was an Viechern? Ja, das ist irgendwas. Oh, hey. Der hat mich gesehen. Nach. Sieht echt aus wie ein Schrottplatz hier. Krass. Kommen wir da irgendwie hoch? Da kommen wir vielleicht hoch. Halt! Was soll das denn heißen? Mach ich nicht schnell genug oder was? Wir warten hier auf dich, Alter. Ja, ich weiß. Schließlich bin ich diejenige, die hier noch rumkraxeln muss. Ach, wir müssen da rauf. Nee, ich merk schon. Na hoch. Gleich hoch, können wir hier schon irgendwas machen? Können wir nicht. Was ist das hier? Nee, hier können wir nichts machen. Da sollen wir auf jeden Fall hin. Da vorne. Hier sollen wir doch sicherlich hoch, oder? Darüber. Oh.
irgendwie ab, dass man richtig ist. Ja, wird schon. Nein. Lass mal runterspringen, mal gucken, was hier so rumkrepelt, ob wir hier irgendwie was machen können. Halten wir Brücke. Achso. Ich kann nicht mehr. Na, steck halt an die Seite, es passt schon. Jetzt? Ja. Geht die Kletterarie weiter. Kommen wir da jetzt irgendwie rüber? Nicht wirklich, ne? Ich glaube ja nicht. Nein! Das war ja äußerst schlau. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Kommen wir hier nicht irgendwie... So. Da komme ich lang. So. Sieht nicht stabil aus. Nein. Was ist das hier? Da kommen wir auch nicht nirgends lang, ne? Ach, sag bloß, wir haben hier einen kleinen... Kein Weg, wo wir hätten längst gehen können. Ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall dahin hin, aber wir müssen da ja auch irgendwo weiter. Also. Wir gehen erstmal ein Stück. So. Lass mal hier hoch. Hey. Hey! Beeilung. Na gut, hängen wir mal so ein bisschen. Ja, da sollte ich vielleicht jetzt nicht runterfallen. Wo geht's dann weiter? Halt dich fest, Eloy! Jetzt haben wir ein Problem. Müssen wir nach oben. Na komm. So, da nochmal hin. So. Hallo. Tja, hat jetzt auch nichts gebracht. Da können wir jetzt doch aber sicherlich ranspringen, oder sehe ich das falsch? Ich lasse ihn noch einmal vorsichtshalber zufahren. Oder schaffen wir es auch darüber zu springen? Ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Ja, das kannst du zufahren. Sehr schön. Okay. Wir müssen einmal rings um den Pott, würde ich sagen. So sieht es nämlich genau danach aus. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Nein. Da hoch, da links. Ach je, die ganze Kletterarie, um das Ganze so ein bisschen auseinanderzuziehen, habe ich so das Gefühl. Um die Story ein bisschen länger zu machen. Ich will jetzt nichts Negatives sagen, aber
Naja, das sind eben solche typischen Elemente. So, ah, guck mal, dann springen wir gleich daran. Ja, machen wir gleich. Ich will nur hier mal kurz gucken. Das ist alles gut. So, dann müssen wir nur gleich richtig abspringen. Hier vorne müssen wir noch nicht abspringen, ne? Oder? Müssen wir hier schon rum? Nee, ich glaube und hoffe nicht. Dann holen wir uns mal die Kiste noch mit. Aha. So, und da können wir runterspringen. So, fast da. Der ganze Aufwand, weißt du? Der ganze Aufwand. Die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Definitiv. So, komm mal rüber, Jungs und Mädels. Wir müssen weiter. Nicht so viel Zeit. So, da kommen wir auch locker hoch. Hier ist so ein Bein von so einem langen Hals hier. Dann machen wir auf. Dankeschön. Letztes Lebewohl, Datenpunkt 22 von 25. Und da vorne ist noch so ein Ding. Diesmal ein Textlog. Begegnung mit der Vergangenheit. An Joshua Artuis, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, von Isla Perry. Betreff Begegnung mit der Vergangenheit. Josh, Süßer, ich hoffe, bei dir und deiner Mom ist alles in Ordnung. Wir sollten echt mehr Kontakt halten. Ich habe eine Stelle in Neuseeland angenommen. Bei ihrem Programm für junge Leute, die ins Land zurückkehren möchten, sie absolut sicher gehen, dass nichts schief geht. Zurzeit führe ich eine Untersuchung der Caldera bei Taubo durch. Eine Begegnung mit der Vergangenheit. Echt. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob es in Wyoming schon im Nachrichtenholo kam. Erinnerst du dich an diesen Typen Dot Blevins? Natürlich tust du das. Naja, sie haben endlich rausgefunden, was ihm vorgeworfen... Was aus ihm geworden ist. Oh Mann. Was aus ihm geworden ist. Den interessanten Teil habe ich unten angehängt. Sei mir gedrückt. Sei mir gedrückt? Sei mir gedrückt, Isla. Tauwetter gibt Leiche von vermissten Mann frei. Der Rückzug des Winters hat einen vermissten Fall, der seit annähernd 15 Jahren ungeklärt war, zum Abschluss gebracht. Beim Purple Mountain auf dem Gebiet des ehemaligen Yellowstone-Nationalparks wurden menschliche Überreste entdeckt, die als die des 2046 verschwundenen Dodger Dot Blevins identifiziert wurden. Der bisher unentdeckte Leichnam wurde am Purple Mountain nach einem ungewöhnlich warmen Winter vom Schmelzwasser freigespült. Er wurde von Pharaoh-Servitoren entdeckt, die das Terrain untersuchten. Die Behörden nehmen an, dass die Todesursache ein Unfall mit einem antiken Fahrzeug war, das für die Fortbewegung im Winter... Keine Ahnung. Weiter geht's in 40. Ich höre hier schon irgendein Genuschel, das wahrscheinlich von da kommt. Bin ich mal echt gespannt. Jetzt mal einen schönen Körper. Irgendwelche Maschine drüben? Ne, bis jetzt nicht. Aber ich denke mal, das kommt gleich.
aber erstmal ein bisschen sammeln. Wieder ein Textlog. Ah, so. Science-Zugriff. Als amtierender Leiter der digitalen Sicherheit und vorübergehender KI-Administrator für das Firebreak-Projekt erkläre ich hiermit, dass ich das Orbikularmuster für die regulierenden KI-Cyan am 17. September 2064 gemäß dem Protokoll aktualisiert habe, um sie gegen jegliche Manipulation, Einmischung, Verwirrung oder Mutwilligkeit von außen zu schützen. Wie bei den vorherigen Updates, nach der Aktivierung des Quellknotens müssen die übrigen Datenknoten verbunden werden, um einen Fluss zwischen intakten benachbarten Knoten zu ermöglichen und diesen dann wieder mit dem Quellknoten zu verbinden. Jorgenholm. Also gibt es ja hier wieder mal so ein kleines Puzzlerätsel. Und was mich noch so ein bisschen betroffen macht, dass das hier ein bisschen wie die Kampfarena aussieht. Aber das könnte natürlich auch täuschen. Hier gibt es kein blaues Licht. Ja, komm. Ist die Stimme hier oder nur der Dämon? Erstmal Material sammeln. Ich glaube beide. Wir müssen es herausfinden. So was Blaues. Okay. Dann mal los. Ihr Pucke den Quell. Ja. Gut. Wo müssen wir überhaupt erstmal hin? Müssen wir die alle. Ah, nee, wir müssen hier einmal ringsrum und dann wieder zurückführen. Irgendwie sowas war das da. Wir müssen also den mal nach rechts drehen. Ja, Moment, wir können den gar nicht nach rechts drehen. Wir können höchstens nur nach links drehen. Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt. Stimmt das hier so? Warte mal, wir drehen das mal rein. Analysieren Kontrollmatrix. Da geht das darum. Dürfen wir das? Warte, ich probiere das mal aus. Das stimmt, was ich hier tue. Ja, natürlich nicht. Wir müssen die anderen noch irgendwie mit einbinden. Hier, die anderen. Nicht. Wir müssten das Signal ja wieder hier raufkriegen, sehe ich das richtig? Wir machen das darum. Dann haben wir die. Kann auch sein, dass wir komplett falsch gemacht haben gerade. Der macht auf jeden Fall gar keinen Sinn hier. Macht gar keinen Sinn. So, hier kriegen wir das Signal. Ach nee, hier müssen wir das Signal raufkriegen. Ja, da, auf das Ding. Alles klar. Okay, das bedeutet, wir müssten. So, da kriegen wir das Signal so nicht rauf. Das ist, wir müssen das Signal irgendwie hier auf den kriegen. Okay, verstehe. Alles klar. Also, wir müssen rechts rum. Rechts rum. Wo können wir auf den. Rechts gedreht kriegen. So. Nein, noch ein. So, dann darüber. Na, ja, es kann sein, dass wir den jetzt links rum drehen müssen. Ne, das geht so nicht. Das geht so nicht. Den mal versuchen, nach rechts zu drehen. Funktioniert aber so auch nicht. Obwohl, warte mal. Bringen wir das Signal hier vorne hin. Der muss ja auf jeden Fall so bleiben, ey, hier. Das passt also auf jeden Fall nicht. Doch, Moment. Natürlich. Nee, wir haben jetzt das Signal zwar bis hier, aber wir kriegen das hier nicht mehr rauf. Scheiße.
Eigentlich müssten wir das rückwärts machen. Den müssen wir mal. Oh, da muss eigentlich da drauf. Der da drauf, das stimmt. Da drauf. Aber ich kriege das Signal von dem nicht rüber. Oh, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen. Eben gerade so ein bisschen den Faden verloren. Da kommen wir raus. Da funktioniert das nur, wenn wir das Bein da drauf haben. Das wird nicht funktionieren, weil wenn wir das andere Bein nehmen, dann sind wir auf der Seite. Das funktioniert so nicht. Wir müssen also auf jeden Fall hier rauf gehen. Das heißt, wir müssen das Signal von ihm hier kriegen. Da würde das nicht funktionieren. Also müssen wir hier das Signal drauf haben. So, und hier dürfte das auch nur in eine Richtung funktionieren. Also wahrscheinlich so. Das stimmt also auch. Der muss auch so bleiben. Der muss eigentlich runter. Damit der Signal kriegt. Kommt er, braucht er von hier aus ein Signal. Das heißt, er muss doch links rum. Darüber. Aber dann kriegen wir das Signal nicht hier rechts rüber. Muss der dann nochmal gedreht werden. So, darüber, dann landet er da. Der rechts. Ich glaube, wir haben es. Da. Ja. Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon-Lord-Jäger-Killer. Tausende von ihnen. Super. Viele neue Elite-Einheiten wurden bereits entfesselt. Schön. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzuheben. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören. Ist das überhaupt möglich? Na klar. Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Ja. Und Gegner auch. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Garantiert. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Ja. Das werden wir tun. Aber nicht mehr in dieser Folge.
tut mir wirklich leid. An dieser Stelle mal ein kleines Päuschen, denn jetzt kommt wohl der richtige Hauptkampf und den gönne ich euch dann in der nächsten Folge. Schauen wir mal, ob wir es überleben und im ersten Schritt gleich schaffen. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns in der nächsten Folge Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds wieder. Macht es gut. Tschüss.